Wurstproduktion bei Kumpel und Keule in Berlin. Henrik Hase legt in seiner gläsernen Metzgerei Wert auf Transparenz. Er weiß, was in die Wurst gehört. Wir zeigen ihm Fotos von Schlachtabfällen. Ein Informant aus der Fleischbranche behauptet, dass aus Abfällen wie diesen Mittel produziert werden, die in die industrielle Wurst kommen. Das ist echt ein bisschen komisch. Und der Verbraucher, so der Informant, soll davon nichts erfahren. Knochenmehl, so Sägereste, dann gibt es irgendwie so Schwartenreste, die sehen auch schon ein bisschen älter aus, das sieht nicht mehr ganz so lecker aus. Am Tier gibt es eigentlich keine unedlen Teile, aber dann aus solchen Abfällen, die hier einfach entstehen, Sachen zu machen, das ist schon ziemlich eklig. Kommen tatsächlich verarbeitete Schlachtabfälle in die Wurst? Und weshalb? Das wollen wir herausfinden. Die Firma Sonnag gilt in der Branche als gute Adresse, wenn es darum geht, Schlachtabfälle zu nutzen. Sie bietet Zusätze für die Fleischproduktion. Wir wollen ins Geschäft kommen und so herausfinden, wie es funktioniert. Henrik Hase will uns dabei helfen. Wir gründen eine Scheinfirma, Innomeat. Unser Slogan? Taste the future, schmecke die Zukunft. Henrik Hase machen wir zum Geschäftsführer. Wir werben mit Bodenständigkeit und glücklichen Schweinen. Unser Werbespot? Rheinsberger Wurstwaren. Von hier für euch. Wir mieten ein Büro für unsere Scheinfirma an, laden einen Vertreter der Firma Sonnag ein und drehen mit versteckter Kamera. Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Henrik Hase. Der Sonnag-Vertreter kommt gleich zur Sache. Wir sind ein Entsorger. Wir holen beim Schlachthof alles ab, was nicht verarbeitet werden kann. Wir verarbeiten 100%. Nichts landet bei uns in der Mülltonne. Wir machen quasi aus Scheiße Gold. Das ist ein Geschäft, mit dem macht man immer Geld. Wie sieht das denn konkret aus? Zum Beispiel werden Knochen zerkleinert und enzymatisch aufgekocht, bis der Knochen sich auflöst. Aus den Bestandteilen zieht man dann funktionelle Eiweiß heraus. Damit kriegen sie mehr Wasser in die Wurst. Aus Scheiße Gold machen. Mit funktionellen Eiweißen? Sonnag bietet gleich mehrere Produkte an. Eines empfiehlt der Vertreter uns besonders, Glow Boost. Das diene dazu, den hohen Wasseranteil in Fleischwaren bei einer Kontrolle zu kaschieren. Wenn Sie was zur Abdeckung des Wassers in der Wurst brauchen, ist Glow Boost genau das Richtige. Fliegt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Klar, wenn ich weiß, wonach ich suchen will oder suchen muss, dann finde ich jedes Eiweiß. Aber der Aufwand, den ich betreiben muss, um Glow Boost zu entdecken, der ist deutlich höher. Das kann man einfach als natürliches Aroma kennzeichnen. Das wollen wir ausprobieren. Wir vereinbaren, dass der Vertreter Pulver zum Testen schickt, damit wir unsere Rheinsberger Wurstwaren strecken können. Denn wer mehr Geld verdienen will, der mischt so viel Wasser wie möglich unter das Fleisch. Durch das höhere Gewicht lässt sich die Ware teurer verkaufen. Eine billige Methode, um mit weniger Fleisch mehr Geld zu machen. Wenn da Wasser hineinkommt, das ist nicht deklariert, ist das ein Betrug. Und ich persönlich fühle mich ja beschissen, wenn es da auf dem Etikett draufsteht, weil im Fleisch kein Wasser hineingepumpt werden sollte. Damit das Wasser nicht herausläuft und der Wasseranteil bei einer Kontrolle nicht entdeckt wird, gibt es Zusatzstoffe. Sogenannte hydrolysierte und funktionelle Proteine. Das sind aufgespaltene Eiweißketten. Die werden aus billigen Schlachtabfällen gewonnen, wie Knochen, Fettresten oder Schlachtblut. Und tatsächlich, es kommen Pakete von Sonnag bei unserer Scheinfirma an. Darunter verschiedene funktionelle Proteine und Glow Boost. Das Pulver, das uns angepriesen wurde, um Wasser zu kaschieren. Damit fahren wir zu einem gelernten Metzgermeister und ehemaligen Lebensmittelkontrolleur. Franz Josef Voll kritisiert seit Jahren die industrielle Produktion von Wurst und Fleisch. Für uns probiert er das Glow Boost Pulver aus. Für Voll ein ganz neues Gefühl. Ich habe mit diesem Pulver noch nie gearbeitet. Es fühlt sich auf den Händen seltsam an.
Also wenn ich früher ein Auto repariert habe und hatte Altöl an den Fingern, war das Empfinden gleich. Man sieht auch, wie die Haut glänzt. Aber vom Gefühl her muss ich sagen, so hat sich Wurstmasse bei mir noch nie angefühlt. Metzgermeister Voll weiß, was solche Pulver so attraktiv macht. Die einen sagen, Wasser ist Leben, die anderen sagen, Wasser ist Kohle. Es geht um Geld, es geht nur um Geld. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir packen unsere kleine Charge, 3 Liter Wasser, da sagt der Verbraucher draußen, das ist ja ein Scherz. Ja, aber wenn ich 100 Tonnen am Tag mache und packe dann 40 Tonnen Wasser da rein, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da gespart und verdient wird. Das ist unfassbar. Der Verbraucher kauft im Grunde genommen schnittfestes Wasser. Fällt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Davon haben die Fleischer 100.000 Jahre geträumt. Ich schütte Wasser rein, so viel wie ich will, und das Amt findet es nicht. Das heißt also, wenn dieses Pulver im Gaschromatographen verbrennt, sagt es, ich bin Fleisch, obwohl es gar kein Fleisch ist. Ist das möglich? Die staatliche Lebensmittelkontrolle kann Betrug mit undeklariertem Wasser im Fleisch nicht feststellen? Wir fragen nach beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Das verweist an das staatliche Max-Rubner-Institut. Dort forscht man seit 2014 an Nachweismethoden und erklärt uns, Zitat: Um zweifelsfreie Nachweise sicherzustellen, sind noch weitere Arbeiten notwendig. Daher sind diese Methoden noch nicht in der Lebensmittelkontrolle im Einsatz. Noch müssen die Kontrolleure also vor Panschern kapitulieren. Und auch die Verbraucher haben keine Chance, selbst wenn Pulver aus Schlachtblut deklariert wird. Denn Glowboost heißt auf dem Etikett oft anders. Der Hersteller Sonac lässt uns auf Nachfrage wissen, dass Pulver darf, ganz legal, als Aroma oder Würze deklariert werden. Denn, Zitat: Glowboost besitzt viele Proteine, ein wertvoller Nährstoff, und es sorgt für einen fleischigen Geschmack. Geschmack ist wichtig bei Lebensmitteln und der Zusatz von Glowboost macht ein Fleischprodukt attraktiver. Laut Sonac geht es also nur um den Geschmack. Unser Metzgermeister Voll macht den Glowboost-Test. Also mit Fleisch hat es überhaupt nichts zu tun. Das ist so eine Mischung aus Sägespäne und ja, Tetra-Packung, würde ich sagen. Und wie bewerten Sie das jetzt? Also ich würde sagen, wenn ich in einem Produkt einen fleischigen Geschmack haben möchte, dann tue ich Fleisch rein. So sieht das auch Metzgermeister Thomas Schubert von der Biomanufaktur Havelland in Brandenburg. Fleisch ist Fleisch und in die Wurst kommen nur Gewürze, die der Verbraucher aus der Küche kennt. Wir arbeiten ohne Phosphate, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbzusatzstoffe. Wir produzieren hier ehrliche Ware. Conny, was machst du? Ich mach gerade Kalbschwiener. Kalbschwiener, machst du die Würzmischung fertig? Ja. Schön. Das ist jetzt Salz. Jetzt kommt die Mazisblüte, Paprika, jetzt Koriander. Und jetzt schmeckt natürlich die Wurst. Doch das kostet. Die Tonne Bio-Rostbratwürste, die heute hier hergestellt wird, ist doppelt so teuer wie die vom Discounter. Wir aber wollen mit unserer Scheinfirma und den Rheinsberger Wurstwaren billig produzieren. Und sind deshalb mit der Firma Sonac weiter in Kontakt. Sie lädt uns sogar zu einem Sonac-Seminar ein. Das findet in den Räumlichkeiten der DIL statt, einem renommierten Institut für Lebensmitteltechnik. Sonac hat Industrievertreter aus aller Welt eingeladen, auch uns. Als vermeintliche Neulinge am Markt dürfen wir sogar offen mit dem Tablet filmen. So gelingt uns mit unserer Scheinfirma ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Fleischpanscher. Das sind unsere Produkte. Die Proteine sind aus Kollagen und die sind aus Plasma. Testet mal die Wasserbindungseigenschaften. Zuerst geht es darum, Wasser ins Frischfleisch einzuspritzen, gepanscht mit Proteinen. Dann verschwindet das Fleischstück in einer Maschine, eine sogenannte Injektionsstraße. Bis zu 3-mal spritzen feine Nadeln Wasser ins Fleisch. Die Einstiche, zunächst deutlich sichtbar, sind im Laden nicht mehr zu erkennen.
Mit dem eingespritzten Proteinwasser ist das Fleisch jetzt 15-20% schwerer. Henrik Hase, der Geschäftsführer unserer Scheinfirma, kann es nicht fassen. Hier wird versucht, Fleisch, was eigentlich kein Wasser halten kann, mit solchen Mitteln zu dopen, um dem Verbraucher irgendwie ein Stück Fleisch in der Pfanne zu suggerieren, was irgendwie Qualität noch haben kann. Aber im Grunde genommen ist es nur Wasser, was man brät. Wir filmen weiter mit dem Tablet. Niemand schöpft Verdacht. Der nächste Programmpunkt? Färben. Die Graufärbung des Fleisches fängt ja ab dem ersten Moment an. Wenn ich ein bisschen mit der Hämoglobinfarbe arbeite, färbt das schön das rohe Fleisch. Das ist für Burger sehr interessant. Die Farbe ist ja nur bis zum Verkaufszeitpunkt wichtig. Sobald der Kunde das hat, ist die Farbe dann egal. Und so geht's. Das Hackfleisch wird mit Proteinen aus Blutplasma angereichert und in Burger-Patty-Form gepresst. Dann wird noch einmal Blutfarbe angerührt. Dieses Mal für den Bauchspeck. Man gaukelt dem Kunden hier vor, dass er ein besseres Produkt bekommt, weil es abgebraten ist oder abgebacken ist, weil es eine, so wie wir Verbraucher es kennen, vom Garen und Backen eine Kruste bekommen hat. Und in Wirklichkeit ist das im Grunde genommen nur eingefärbt. Das ist eine ganz klare Verbrauchertäuschung. Nächster Programmpunkt: Aus Fleischresten Steaks zusammenkleben. Das wäre auch etwas für unsere Rheinsberger Wurstwaren, meint der Sonnack-Vertreter. Man nehme ein Enzym, hier in der kleinen Flasche, und ein Fleischprotein, hier in Orange. Der Sonnack-Vertreter schneidet Fleisch klein. Das sollen die Reste zum Verkleben sein. Da geht es um Ausbeute. Also, dass ich keine Abschnitte und Fleischverluste produziere, sondern zu 100% meine Rohware benutzen kann. Dann wird alles vermengt und in eine Hülle gepresst. Am nächsten Tag wird das Ergebnis präsentiert. Die zusammengeklebten Reste halten dem Wackeltest stand. Das ist natürlich eine krasse Täuschung, wenn man so aus Fleischresten Stücke zusammenklebt, die einem suggerieren, ein edles Stück Fleisch zu sein, aber eigentlich nichts als Abfall sind, die man noch mal eben schnell zusammengeklebt hat. Und dann zeigen sie uns, wie Formschinken ganz billig geht. Man nehme wieder einmal sehr viel Wasser, Proteinpulver und Schweineschulter. Der fertige Formschinken enthält enorm viel Wasser. 35% dank Proteinzugabe. Am Ende des Seminars werden die Erzeugnisse verkostet. Wir wollen wissen, wie erfolgreich ist Sonnack mit seinen Produkten. Fast all diese Produkte wurden in Deutschland erfunden. Rund 80% der deutschen Firmen arbeiten damit. Vor allem in den Discountern werden Sie das finden. Wir fragen nach, wo genau? Das weiß ich meistens selber nicht. Vieles wird ja nicht deklariert. Verkaufen unsere Discounter mit Wasser und Schlachtabfällen gestreckte Fleischprodukte? Lidl, Kaufland und Aldi versichern uns, in ihren Fleischwaren würden keine tierischen Proteine zugesetzt. Auch der Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie weiß von nichts und erklärt: Uns sind keine Fleischerzeugnisse bekannt, die unter Verwendung von hydrolysierten Proteinen tierischen Ursprungs hergestellt werden. Und Sonnack? Auf Nachfrage erklärt der Hersteller, seine Produkte seien sicher und von hoher Qualität. Außerdem müssten die Fleischproduzenten ihre Ware korrekt deklarieren. Beim Seminar haben wir noch etwas entdeckt. Die Fleischerzeugnisse werden nicht nur mit Wasser und Proteinen gestreckt, Sonnack setzt auch minderwertiges Fleisch ein. Sie zeigen uns die Herstellung von Wiener Würstchen mit sogenanntem Separatorenfleisch, einem Brei aus Schlachtabfällen, der eigentlich deklariert werden muss, weiß Food-Aktivist Hase. Das hoffe ich, dass das gekennzeichnet wird, weil sonst wäre es illegal. Wenn man sich die Fleischpreise und die Preise für Wurst im Einzelhandel anguckt, die teilweise billiger sind als Hundefutter, dann frage ich mich, wie man diese Qualitäten überhaupt herstellen kann oder überhaupt zu dem Preis eine Wurst machen kann. Wie erkennt der Verbraucher gepanschte Fleischprodukte? Der Kunde im Supermarkt weiß erst einmal nur eines: Fleisch ist vor allem billig.
Sicherheit für den Verbraucher will dieses DLG-Siegel bieten. Die DLG ist die Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft und erklärt in ihrem Werbevideo: Eine der zentralen Aufgaben der DLG ist die Förderung der Qualität von Lebensmitteln. Hierzu führt die DLG seit mehr als 125 Jahren DLG-Tests durch. Die DLG-Auszeichnung hat eine hohe Bedeutung im Markt. Verbraucher kennen dieses Zeichen. Es ist ein verlässliches Zeichen für die Qualität von Lebensmitteln. Stimmt das? Prämiert die DLG nur Lebensmittel von hoher Qualität? Das wollen wir herausfinden mit einer eigens angefertigten Wurst. Wieder hilft uns Metzgermeister Franz Josef Voll. Diesmal soll er in unserem Auftrag eine Wurst mit billigsten Zutaten punchen. Also für unsere heutige Wurstproduktion haben wir vorbereitet Separatorenfleisch vom Geflügel. Das heißt also, das ist so der letzte Rest, der Abfall im Grunde genommen, der noch verwertet werden kann. Separatorenfleisch ist eigentlich kein Fleisch, sondern ein Brei aus Schlachtabfällen. So, dann haben wir hier das Geflügelfleisch, das ist eine normale Hähnchenbrust, fest. Wir sehen auch, ne, wenn das schmilzt, da geht nichts ab im Verhältnis zum Separatorenfleisch. Hier, das wird kittig, da geht nicht ab. So sollte das eigentlich für die Wurst sein. Voll sagt, kein ordentlicher Metzgermeister würde mit dem Fleischbrei, dem billigen Separatorenfleisch, arbeiten. In die Wurst kommt noch reichlich Wasser. Und das Glowboost, das Proteinpulver aus Schlachtblut, das die Wasserzugabe verdecken soll, damit sie bei einer Kontrolle nicht auffliegt. Perfekte Zutaten für eine billige Wurst. Ich mache das hier zur Demonstration. Es ekelt mich an, sowas zu machen. Das Separatorenfleisch wird aus Schlachtabfällen hergestellt. In einem Separator werden die Knochen regelrecht ausgedrückt. Es entsteht ein Brei, der laut Gesetz nicht mehr Fleisch genannt werden darf und gesondert deklariert werden muss. Seit der BSE-Krise ist Separatorenfleisch vom Rind in ganz Europa verboten, wegen der Gesundheitsgefahr. Und auch Separatorenfleisch von anderen Tieren birgt Risiken, warnt die europäische Gesundheitsbehörde EFSA. Separatorenfleisch ist nach EU-Recht weder Fleisch noch Fleischprodukt. Die Proteine, die Knochenstruktur und sogar das Knochenmark werden ausgedrückt. Daraus wird eine Paste und die kann je nach Art der Herstellung sehr anfällig sein für das Wachstum von Bakterien und Mikroben. Trotz des Risikos sind erhebliche Mengen Separatorenfleisch in Umlauf. Die zuletzt verfügbaren Zahlen von 2011 stammen von der EU-Kommission. 130.000 Tonnen Separatorenfleisch. Fast die Hälfte wurde exportiert. Der Rest, mindestens 68.000 Tonnen, wurde in Deutschland weiterverarbeitet. Doch in welche Produkte gelangt dieses Separatorenfleisch? Die Branche hüllt sich in Schweigen. Seit Jahren schon versucht Luise Molling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Licht in das Dunkel zu bringen. Ja, wir haben wirklich überall nachgefragt. Wir haben die zuständigen Behörden gefragt, die zuständigen Ministerien. Wir haben die Systemgastronomie gefragt. Wir haben die Separatorenfleisch produzierenden Betriebe gefragt. Wir haben wirklich überall nachgeforscht, wo bleibt denn dieses Separatorenfleisch? Und alle haben angegeben, dies nicht zu verwenden. Und eben die Behörden haben auch gesagt, sie wüssten nichts darüber, wo dieses Separatorenfleisch letztlich verarbeitet wird. Mit unserer Scheinfirma von hier für euch wollen wir herausfinden, ob Separatorenfleisch in Deutschland verarbeitet und deklariert wird. Wir schauen uns um auf den großen deutschen Fleischmessen und drehen mit versteckter Kamera. Auf dem Messestand von C&P kommen wir ins Gespräch. Die Firma stellt Zusatzstoffe für die Fleischindustrie her. Macht es Sinn, mit Separatorenfleisch zu arbeiten? Das Wort Separatorenfleisch vergessen Sie mal ganz schnell. Das heißt in Deutschland 3 mm Fleisch. Das macht eigentlich jeder große Verarbeiter, dass er das reinmacht. Man muss es nicht aufs Etikett schreiben? Nee. Ich habe noch bei keinem Großen gesehen, dass da irgendwas hinten drauf steht. Und wo kriegt man am besten das 3 mm Fleisch dafür her? Ich würde sagen, die Firma Tönnies kontaktieren. Von dem kriegt ihr alles. Der macht auch Separatorenfleisch. Kann Separatorenfleisch einfach umdeklariert werden? Wir fragen offiziell nach bei C&P. Das Unternehmen erklärt, es rate seinen Kunden nicht, Separatorenfleisch falsch zu deklarieren. Allerdings, Zitat:
Ob es sich bei sogenanntem 3-mm-Fleisch um Separatorenfleisch handelt, muss der Produzent im Einzelfall bewerten. Und Tönnies? Der Konzern ist der wohl größte Produzent von Schweineseparatorenfleisch in Deutschland. Tönnies stellt auf unsere Nachfrage klar, Separatorenfleisch müsse, wie gesetzlich vorgeschrieben, zwingend gekennzeichnet werden und ist außerdem aus Sicht von Tönnies eine gute Sache. Zitat: Wir sehen es als unsere Pflicht an, Fleisch, das von einem Nutztier stammt, auch bestmöglich zu verwenden. Zurück bei Metzgermeister Voll und der gepanschten Wurst. Ist es nicht eine gute Sache, auch die Schlachtabfälle zu verwerten? Den kann ich nur sagen, der normale Verbraucher hat ja so eine Art Ekelgrenze. Nicht? So, und darüber sollte man mal nachdenken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die, die am lautesten schreien, ja, wir verwerten alles, das selber nicht essen. Die würde ich mal gerne in so eine Dschungelprüfung schicken. Die sollten ihren eigenen Scheiß mal essen. Und ich führe Regie dabei und ich gucke mir das an. Und wenn sie schon grün sind, dann kriegen sie noch ein Tellerchen vorgesetzt, weil sie ja alles verwerten. Unsere gepanschte Wurst muss jetzt nur noch in heißem Wasser gebrüht werden. Die fertige Wurst wollen wir zur Qualitätsprüfung einreichen, für das DLG-Gütesiegel. Sie besteht fast zur Hälfte aus Separatorenfleisch und zu fast einem Drittel aus Wasser. Fleisch ist nur ganz wenig drin. Wird das bei den strengen DLG-Labortests nicht auffliegen? Das findet ja keiner, was wir machen. Separatorenfleisch ist analytisch sowieso nicht nachweisbar. Das Separatorenfleisch und den hohen Wasseranteil verschweigen wir gegenüber der DLG. Unsere billige Wurst soll schließlich das begehrte Gütesiegel bekommen. Unter falschem Namen schicken wir die gepanschte Wurst zur DLG-Prüfung. In 5 Wochen erfahren wir das Ergebnis. Wir wollen schon vorher wissen, was sagt Henrik Hase zu unserer gepanschten Wurst? Zumindest die Optik stimmt. Für den normalen Verbraucher wird es mega schwer sein, das zu erkennen, was da der Unterschied ist. Und ich glaube, für den Normalverbraucher, der wird es einfach mit einer klassischen Wurst verwechseln. Man kann Separatorenfleisch von außen also nicht erkennen. Nachweisen kann man es auch nicht. Und Separatorenfleisch in Wurst zu mischen ist äußerst lukrativ. Das verwendete Material für unsere Wurst kostet gerade mal 59 Cent pro Kilo. Im Supermarkt ließe sich die Wurst für mehr als 7 Euro verkaufen. Das billige Panschen ermöglicht einen satten Gewinn. Dem billigen Separatorenfleisch sei Dank. Nur selten fliegen solche Geschäfte auf. Hier bei der Firma Trinity schöpften nicht etwa die Aufsichtsbehörden Verdacht, es war ein Insider, der von Fleischpanschereien berichtete. Diese Aufnahmen hier sollen von einem Insider stammen. Sie zeigen angeblich, wie Separatorenfleisch in gelbe Tüten gefüllt wird. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft, mehrere hundert Tonnen Separatorenfleisch sollen normalem Fleisch untergemischt und falsch deklariert worden sein. Nach jahrelangen Ermittlungen kommt es schließlich zum Prozess beim Landgericht Osnabrück gegen Verantwortliche von Trinity. Der Tatvorwurf? Gewerbsmäßiger Betrug und Verstoß gegen das Lebensmittelrecht. Dabei soll gegenüber den weiterverarbeitenden Betrieben teilweise verschwiegen worden sein, dass es sich um Separatorenfleisch zum Teil handelt. Teilweise sollen die weiterverarbeitenden Betriebe aber auch gewusst haben, dass in der Lieferung auch Separatorenfleisch enthalten ist. Die Angeklagten bestritten die Vorwürfe. Schließlich wurde das Verfahren eingestellt, gegen eine Geldzahlung von 75.000 Euro. Damit gelten die Verantwortlichen als unschuldig. Zurück zu unserer gepanschten Wurst. Die wurde mittlerweile von der DLG ausführlich getestet. Von Prüfern, die oftmals aus der Lebensmittelindustrie stammen. Die DLG erklärt in ihrem Werbevideo: Die Prüfer sind Sachverständige auf ihrem Gebiet, das heißt, sie müssen sensorische Fähigkeiten haben, die sie dann anschließend, bevor sie Prüfer werden können, in einem Test nachweisen müssen. Das heißt, sie legen einen Führerschein für Sensorik ab. Darüber hinaus werden auch Laboruntersuchungen durchgeführt, das heißt, die mikrobiologische, die chemische Qualität wird kontrolliert. Also eine strenge Prüfung.
Endlich bekommen wir Post von der DLG. Es ist eine Überraschung. Die DLG beglückwünscht uns zu unserem Erfolg bei der internationalen DLG-Qualitätsprüfung Schinken und Wurst 2018. Für unsere gepanschte Wurst gibt es eine Prämierung, der silberne DLG-Preis. Für hervorragende Qualität zeichnet die DLG unsere gepanschte Wurst mit Silber aus. Zur Erinnerung? Die Wurst besteht zu 46% aus Separatorenfleisch, 27% sind Wasser und nur 18% Fleisch und Speck. Dazu ein wenig Paprika. Metzgermeister Voll hat die Wurst für uns gepanscht. Dafür gibt es nun Silber. Ich finde da gar keine Worte für. Eigentlich entsetzt mich das so ein bisschen. Wir haben wirklich, wenn ich dieses Wort verwenden darf, Scheiße genommen. Das war ja keine Wurst. Das hat ja mein Ehrgefühl berührt, so eine Wurst herzustellen. Und wenn wir dann trotzdem in der Lage sind, mit diesen ganzen Hilfsstoffen dafür eine Medaille zu bekommen, dann ist das traurig. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Handwerker, für jeden Handwerker. Wir schauen mit der prämierten Wurst bei der DLG in Frankfurt vorbei. Die DLG wird unter anderem von den großen Unternehmen der Lebensmittelindustrie getragen und möchte kein Interview geben. Schriftlich erklärt die DLG, die Beimischung von Separatorenfleisch verstoße gegen die Prüfbestimmungen. Wenn gegen die DLG-Prüfbestimmungen verstoßen wird, führt dieser Befund zum Prüfungsausschluss und zur Aberkennung einer DLG-Prämierung. Entdeckt hatte die DLG die Panscherei nicht. Sie hat sich auf die Herstellerangabe verlassen. Ein zweifelhaftes Verfahren, sagen Politiker der Großen Koalition. Wenn man so ein Machwerk mit einem Preis auszeichnet, dann stellt sich schon die Frage, wie vertrauenswürdig sind diese Prüfungsleistungen, wie vertrauenswürdig ist dieser Preis. Ich glaube, da müssen sich die Organisatoren eine Menge Fragen gefallen lassen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Betriebe nicht nennen wollen, wo Separatorenfleisch drin ist, weil diese Ware da meistens nicht mehr verkäuflich wäre. Deswegen wäre auch eine politische Forderung naheliegend, dass Separatorenfleisch im Großen und Ganzen eben nichts mehr zu suchen hat in der Verarbeitung von Fleisch- und Wurstwaren. Doch solange der billige Fleischbrei in der Wurst nicht verboten ist, kann der Verbraucher nur hoffen, dass ihm, trotz Qualitätssiegel, kein Separatorenfleisch untergejubelt wird. Es ist zum Verzweifeln und der Verbraucher, wir könnten jetzt auch sagen, der Verbraucher müsste aufwachen. Aber das Problem ist einfach, dass der Verbraucher genauso chancenlos ist wie der Kontrolleur. Er kann es auch nicht ausmachen. So bleibt unbekannt, was genau in unserer Wurst landet. Schlachtabfälle, Wasser, Proteinpulver. Fleischpanscher haben freie Bahn. Wie hieß es noch aus der Branche? Wir machen aus Scheiße Gold.